Herzlich willkommen bei Sascha in the Cast. Heute mal wieder mit einem Youngtimer auf dem Weg zum Klassiker. Sportlicher Audi S3 der ersten Generation. Ja, und wenn ihr einen Gegner nicht auf der Straße schlagen könnt, habt ihr noch eine Waffe. Ihr könnt ihn nämlich abschießen mit der flexibelsten Antenne der Welt. Audi hat mit dem A3 einen absoluten Erfolg gelandet. Kein Wunder also, dass sie sich bei all den Motorvarianten überlegt haben, den A3 auch in ein richtig sportliches Gewand zu packen. Ähnlich wie Golf VW das mit dem Golf 4 gemacht hat, beim R32. Und Golf 4 und Audi A3 teilen sich auch im Prinzip die gleiche Plattform. Hat Audi also den S3 entwickelt. Quattro-Technik. 210 PS in der ersten Version, nachher 225 PS. Relativ leicht zu tunen, aber da kommen wir nachher drauf. Sehr gute Fahreigenschaften, eine hohe Langlebigkeit, eine halbwegs vernünftige Rostvorsorge. Auch das ist noch ein Thema, was man anschneiden kann. Aber vor allem ein lang anhaltendes, gutes, gut verarbeitetes, sportliches Auto, mit dem man auch heute noch richtig, richtig viel Spaß haben kann. Wir haben ein Exemplar heute hier, der ein bisschen dezent optimiert ist, also etwa 270, 280 PS hat, nicht mehr 100% original ist, aber seinen letzten zwei Besitzern viel Spaß gemacht hat und uns heute auch. Das war das Bild, was Audi mochte, dass die meisten Kontrahenten es sehen, nämlich das Heck des S3. Grundsätzlich war er nämlich wirklich für damalige Verhältnisse sehr schnell. Stört euch bitte jetzt nicht an hier diesen nachgerüsteten LED-Rückleuchten. Für 50 Euro hat man die getauscht. Es ist auch eine gute sportliche Auspuffanlage drunter. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass der S3, genau wie der A3, natürlich auch ein sehr praktisches Auto war. Denn er hat einen großen Kofferraum. Wenn nicht gerade die Musikanlage, wie hier eine Bassbox eingebaut ist, hat man hier relativ viel Stauraum. Das kann man natürlich wie üblich bei den Hot Hatches aushängen, Rückbank umklappen und dann habe ich sehr, sehr viel Platz für auch eine Urlaubsfahrt oder eben für ja, den großen Einkauf, für ein paar Kisten Bier, was auch immer ich eben transportieren will. Also ein praktisches Auto, ein schnelles Auto, ein durchaus komfortables Auto bei einem doch sehr dezenten optischen Eindruck. Vor allem, wenn natürlich S3 nicht draufsteht, könnte der ein oder andere Nicht-Autokenner vielleicht das Thema Understatement, ja, und er könnte es unterschätzen, die Leistung, die in dem Auto tatsächlich steckt. Und das war auch gewünscht von Audi. Natürlich gibt es ein paar Applikationen drumherum, die erahnen lässt, dass es etwas schneller als ein normaler 1.6er oder ein 1.9er Diesel-Audi ist. Aber man wollte eben hier auch nicht zu stark auf die Kacke hauen, was das Optische angeht. Golf R32 ist schon ein bisschen sportlicher von der Optik her. Der Audi ist, finde ich, ein bisschen dezenter, um eben so ja, dieses Understatement-Thema auch durchzufahren. Ja, wer hat den S3 damals gekauft? Was war die Zielgruppe? Natürlich junge, sportliche, dynamische Fahrer, bei denen es vielleicht jetzt nicht für einen M3 finanziell gereicht hat, die aber trotzdem Bock hatten, ein bisschen was Understatement, aber trotzdem auch ein bisschen was außerhalb vom 1.9er Diesel oder vom 1.6er Benziner, die es ja auch hier gab, und zwar in Hülle und Fülle. 4 Jahre lang wurde der S3 gebaut und natürlich waren die meisten Kunden, wie gesagt, so irgendwo zwischen Ende 20 und Ende 30. Heute ist es ein recht gesuchter Youngtimer, im Originalzustand ganz, ganz selten zu finden, aber selbst hier mit zeitgenössischem, dezentem Tuning ein Auto, was jetzt auch wieder im Markt stabilisiert ist. Und gute Modelle kosten jetzt auch wieder 10, 12, 13.000 Euro, steigen also wieder an. Zu erwarten ist da auf jeden Fall eine weitere positive Marktentwicklung, weil es eben nicht mehr besonders viele, vor allem unverbastelte, überlebende Autos gibt. Großes Plus beim S3 waren die Sitze. Ja? Am Anfang gegen Aufpreis, später dann sogar serienmäßig diese elektrischen Recaro-Sitze. Und die sind trotzdem, dass das Auto jetzt ja, 25, 24 Jahre alt ist und dass das Auto auch schon viele Kilometer hat, sind die Sitze immer noch richtig, richtig gut. Klar, Recaro, wir wissen es alle, lässt sich das gut bezahlen, aber hat eben auch wirklich sensationell gute Sitze, egal in welchem Fahrzeug. Und hier durchaus bequem, durchaus viel Seitenhalt, auch für etwas kräftigere Kaliber wie mich geeignet. Und das fährt, damit fährt sich's richtig, richtig gut. Das ist wirklich ein klasse Sitz in einem
sportlich abgestimmten Fahrzeug. Er hatte zwei, drei Stellen, auf die man aufpassen muss. Rost an der Dachreling war ein Thema, Rost unten an den Türen und an den Schwellen war ein Thema. Wenn man sich darum gekümmert hat, war es gut. Kopfdichtung, auch immer mal wieder ein Thema. Dieses Fahrzeug hier zum Beispiel hat vor 70.000 Kilometer einen komplett neu aufgebauten Motor bekommen. Und dementsprechend ist hier, sagen wir mal, alles geritzt und nichts mit irgendwie großen Problemen zu erwarten. Er ist auch ein bisschen getuned. Dementsprechend geht er auch ein bisschen besser, also 280 PS ungefähr. Kleines Pop-Off drin, man merkt das auch. Das geht schon richtig gut vorwärts, da muss man sich nicht verstecken. Vor allem eben für ein Auto aus den späten 90er Jahren. Das war ja kurz vor Millennium, wo dieses Auto hier gebaut wurde, ein 99er. Und man hat schon allerlei Schnickschnack drin, natürlich das Radio ist After Sale, aber man hat eine Klimaanlage drin, man hat elektrische Fensterheber drin, elektrisches Schiebedach drin, alle möglichen wichtigen Assistenten hat man drin und muss sagen, das ist schon ein Auto, mit dem man noch heute noch locker 500, 600 Kilometer am Stück fahren kann, wo man dann aussteigt, wo ihm weder der Arsch noch das Kreuz wehtut und wo man trotzdem bis dahin schön, gemütlich, aber sportlich abgestimmt gefahren ist. Also mir macht das Spaß. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Besonders viel Plastik und leider ist das Motörchen versteckt, wie das meistens bei den Fahrzeugen modernerer Kategorie ab den späten 90ern eben so ist. Dabei muss er sich eigentlich nicht verstecken. Es ist nämlich ein sauguter Motor. 1,8er Turbo, 5-Ventiltechnik, 210 PS, später dann 225 PS, 260 Newtonmeter, auch das ist durchaus anständig, bei permanentem Allradantrieb, durch die Haldex-Kupplung an die Räder gebracht. Und das Auto war gut für 240 km/h. Ja, 240 km/h ist eine Ansage. Damit war man ein kleines bisschen hinter dem VW Golf R32, aber nicht viel. Und von der Gesamtperformance her konnte man sich mit dem Auto absolut messen. Ein richtig guter Motor, der es auch in verschiedene andere Fahrzeuge gepackt hat. Und ja, schade eigentlich, dass man nicht viel davon sieht. Aber das war eben damals schon die Generation, wo man sowieso nicht mehr besonders viel selbst dran schrauben konnte, sondern wo man in die Werkstatt gefahren ist. Und das war auch so gewünscht. Mittlerweile ist das natürlich kompletter Standard. Wie wir alle wissen, macht die Werkstatt heute ja schon spezielles Werkzeug und verschließt im Prinzip sogar die Maintenance-Klappen, damit man eigentlich nicht mal mehr außer Luft prüfen, gar nichts mehr selber machen kann. Damals war das gerade der Switch. Viele Leute haben noch selbst an den Autos gearbeitet, gebastelt. Ein paar Sachen kann man noch selbst machen. Natürlich, wenn man die 3, 4 Schrauben von der Plastikabdeckung abnimmt, sieht man auch direkt, was das Motörchen so mit sich bringt. Aber es hat schon ein bisschen abgeschreckt, weil man eben einfach fast nur Plastik sieht. Trotzdem geht er gut, hält gut und er klingt gut, wenn man ihn vernünftig bewegt. Das war's für heute bei Sascha & The Cars. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr die bunte Bandbreite von Fun Cars auch erleben wollt und unseren Content nicht verpassen wollt. Bis bald, Benzin im Kopf, welcome back to Let's. Ciao, macht's gut.